Moin moin Freunde, seid ihr bereit? Heute Abend ist es soweit, Overwatch Anniversary Remix Volume 3 beginnt. Das heißt heute Abend, der 9.8. am heutigen Dienstag, vermutlich gegen 19 oder wahrscheinlicher 20 Uhr, was die gewohnte Eventzeit ist, wird das neueste Overwatch Event an den Start geben. Dazu hat Blizzard einen Teaser veröffentlicht, gestern oder vorgestern. Den zeige ich euch gerade schon ein bisschen im Hintergrund. Wir sehen hier sehr viele Helden, die quasi in einer Reihe stehen und auf den Einlass in den Club warten oder beziehungsweise zum Remix-Event. Ob das jetzt, ich sag mal so, ein Teaser dafür ist, dass wir vielleicht neue Dance-Moves bekommen als neue Animation, was ich sehr cool finden würde. Wir haben lange keine Dance-Moves mehr bekommen. Oder ja, wie das aussehen wird, müssen wir mal schauen. Grundsätzlich können wir natürlich davon ausgehen, Remix-Event, das bedeutet natürlich auch, wir kriegen geremixte Skins, also andere Farbkombinationen von bekannten Skins und Skins, die natürlich zurückkommen, die man in der Vergangenheit irgendwie verdienen konnte. Wie gesagt, wir haben ja die Mardi Gras Ash schon ein bisschen gesehen in diesem Teaser. Das heißt, diese Weekly Challenge Skins und allgemein Challenge Skins, die kommen ja im Rahmen des Anniversary Remix bisher zurück. Und so wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Für euch ganz wichtig, ich werde heute Abend ab 18 Uhr live sein, vielleicht auch schon ein bisschen eher. Aber mit Overwatch spätestens so 18, 18.30 und dann werden wir uns natürlich angucken, was das neue Event so mit sich bringt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich oder ich hoffe zumindest, dass Blizzard vielleicht ein bisschen mehr macht als nur wieder geremixte Skins. Denn es ist theoretisch das letzte Event, was wir in Overwatch 1 bekommen, bevor dann am 4. Oktober Overwatch 2 erscheint. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard einfach nur ja, uns ein paar geremixte Skins dahin wirft und das war's. Ich glaube, da wird ein bisschen mehr drin sein, oder ich hoffe zumindest, dass ein bisschen mehr drin ist, damit auch einfach so ein bisschen ein positiver Grundton herrscht für die Zeit, wenn wir Richtung Overwatch 2 gehen. Für euch ganz wichtig, wir haben die letzten Tage oder fast die letzten 4 Wochen nicht so viele Videos auf dem Kanal gesehen. Das wird sich nun natürlich ändern. Wir gehen zum Release von Overwatch 2 hin und dementsprechend werde ich natürlich auch wieder die Frequenz an Videos hochfahren. Der Grund, warum ich wenig Videos gemacht habe, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen durch die Streams oder auf Twitter. Vor einigen Wochen ist mein Vater gestorben. Gleichzeitig kam aber auch hinzu, dass ich jetzt einfach mal ein paar Tage Urlaub mit der Freundin brauchte, mal ein bisschen raus musste und dahingehend tut es mir leid, dass ich vielleicht nicht jede News der letzten Zeit abgedeckt habe. Einige Sachen davon werde ich rückblickend noch aufarbeiten, aber es tut mir leid, dass vielleicht nicht alles, was irgendwie ja in letzter Zeit relevant war, es gab einen coolen Mercy-Skin, es gab Infos zur fehlenden Beta 3 und all sowas. Vieles davon werde ich noch aufarbeiten und es tut mir sehr leid, dass das nicht anders passiert ist und dass in den letzten Wochen ein bisschen mehr Ruhe war. Aber ich kann euch sagen, wir sind zurück. Es wird richtig hart wieder reingehen in Overwatch. Ich freue mich tierisch auf den Overwatch 2 Release. Und heute Abend schauen wir uns dann erstmal im Livestream Overwatch Anniversary Remix Volume 3 an. Und natürlich die ganzen Skins und alles werdet ihr kurz danach auch hier natürlich auf YouTube finden, wie ihr das kennt.